Hallo und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Heute will ich mal unter meinem Thema angespielt den Titel Projekt Octopath Traveler ausprobieren. Die Demo-Version ist doch schon seit geraumer Zeit im eShop von Nintendo verfügbar. Und wir werden uns das einfach heute mal angucken und mal sehen, wie es ist. Hier ein Spiel. Das ganze Spiel ist von Square Enix, die ja dafür bekannt sind, gute JRPGs zu machen. Und ja, wie man sehen kann, gibt es 8 Protagonisten, wie der Titel auch schon sagt, Octo. Und soweit ich mich reingelesen habe, spielt man diese alle im Spiel. Jetzt können wir uns 2 auswählen, zwar einmal die Tänzerin Primrose oder dem Krieger Ulbrich. Beide haben ja verschiedene Aspekte und verschiedene sozusagen Ziele im Spiel. Ja, wir benutzen einfach, wir nehmen mal den Ulbrich. Schauen uns mal gucken, wie das Abenteuer mit ihnen ist. Die Musik in diesem Spiel ist sehr laut. Also ich werde mal gleich versuchen, die Musik ein bisschen runterzuschrauben. Oh. Vor 8 Jahren. Zum Teufel auch. Ist er ein Mann oder ein Tier? Obgleich nur einer, kämpft er wie eine ganze Meute. Götter steht uns bei. Das ist die unbeugsame Klinge von Hornburg. Ulbrich Eisenberg. Und das bin wohl ich. You know my name. And so to business. Who will die first? Ihr wisst also, wer ich bin. Dann zur Sache. Wer möchte als erster sterben? It's you who be dying. Look about you. We have the numbers. Ihr seid derjenige, der sterben wird. Seht euch um. Ihr steht einer gegen viele. Enemy reinforcements on the left flank. Feindliche Verstärkung an der linken Flanke. Na, ganz alleine stehe ich wohl doch nicht da. Angriff! Ha! Völlig egal, wir sind hier fertig. Blast zum Rückzug, sofort zum Sammelpunkt. Okay. Wir befinden uns also in einem Krieg. Sir Ulbrich, I feared we would be too late. Nothing I couldn't handle. Can you hold this position? You make for His Majesty's camp, sir? Ihr wollt zum Lager seiner Majestät, Herr? Just so. Genau. Unser Feind setzt uns von beiden Seiten zu, aber wir haben keine Befehle von der Krone. Das bereitet mir Sorge. Seine Majestät wird gut bewacht, Herr. Sir Erhard. Herr Erhard ist bei ihm, das weiß ich. Im ganzen Reich gibt es keinen stärkeren Ritter, mit Ausnahme von euch, versteht sich mein Herr. Mit Herrn Erhard an seiner Seite ist seine Majestät nicht in Gefahr. Vielleicht nicht, aber wir müssen uns dessen versichern. Ich würde gern wissen, wie die Schlacht sich entwickelt. Abgesehen davon hebt eine Botschaft zum König stets die Moral der Truppe. Wie ihr wünscht, Herr, wir werden diese Stellung halten. Gebt auf euch Acht und mögen die Götter eure Klinge führen. Und so die eure, Herr Ulbrich. Ich bin also ein cooler Ritter. Auf dem Weg hinüber zum König. Himmel sei gnädig. Die Leibwache seiner Majestät erschlagen bis auf den letzten Mann. Wer dieses Übel wohl vollbracht hat? Wo ist Erhard? Ist Erhard eventuell ein Verräter? So. Dann wart ihr es also. Mein Lehnsherr. Erhard, was hat das alles zu bedeuten? Erhard. Eieiei, da hat er mal den König getötet. Was habt ihr getan? Oh!
Seht ihr denn nicht? Der König ist tot, durch meine Hand gestorben. Welch Irrsinn, welch Verrat ist das? Irrsinn ist es nicht, doch nennt es Verrat, wenn es euch beliebt. Ich dachte, wir wären Freunde, Brüder. Brüder sind wir in der Tat. Wie oft wir im Übungshof die Klinge kreuzt? Und wie oft habe ich schon gesagt, ich sehe eure Bewegungen voraus. Ahne jeden Schlag, bevor er fällt. Ich lasse den Text einfach mal stehen und übersetze den nicht, denn ich finde die Sprachausgabe sehr gelungen im Englischen und man kann den Text ja selber lesen. Always the same dream. Oh. Jetzt sind wir, bewegen wir uns wohl in der Gegenwart. Ah, Philip. What is... Grivens! How'd you know it was me, sir? Potzblitz, wo wusstet ihr, dass ich es bin, Herr? A knight must always be on his guard, even when he rests. Hm, da hat er recht. But then... I am no knight. Bin kein Ritter, nicht mehr. Nur noch ein Schwertkämpfer. If you say so, sir. Wenn ihr meint, Herr. Aber es gibt unzählige Schwerträger und keiner könnte es nur zur Hälfte mit euch aufnehmen. Oh, I almost forgot, sir. The headman's looking for you. No. Says he wants a word. He didn't say about what. Die Sprachausgabe ist wirklich sehr gut. Also für ein Anime-Spiel ist es echt nicht schlecht. Tell him I'm on my way. Yes, sir. Die Grafik ist natürlich angelehnt an die alten Spiele von Square Enix, aber mit einem gewissen Tiefeneffekt durch dieses 3D, was so ein bisschen an den Mod 7 Effekt auf dem Super Nintendo erinnern. Nun gut. How many years has it been since Hornburg fell? My liege lost, my land in ruin. I wandered aimlessly. After a time, I came to this village. Here, I earn my keep as a hired sword, hiding behind another man's name, defending the villagers from bandit raids, teaching young men how to handle a blade. Not a glamorous life, but it puts food on my plate. A man like me knows only the battlefield, worth only as much as the blade at my side, and the arm that swings it. When that blade fails to save my sworn liege, what does that make me? Naja, auf jeden Fall macht es dich zu einem sehr nachdenklichen alten Krieger. For years, I've asked myself that question. No answer still. At least... Not one I like. Ich finde, es ist eine sehr schöne Einführung in die Geschichte. Man fühlt und sieht, wie sich der Ulbrich fühlt. Und man kann sich hineinversetzen. One thing I do know is that I owe this village a debt. A debt I intend to repay. But that's enough brooding for one morning. The headman's waiting. Okay. Vielleicht geht's ja jetzt los. Nach 10 Minuten... Intro sozusagen. Oh, guck mal. Burke, sir. Morgen, Herr. Ho there. Morgen, Patrouille, Herr. Keine Meldung. I see. Freut mich zu hören. Hm? Heute zu zweit, sonst pflegt ihr doch immer nur einer die Runde zu machen. Yes. Ja, Herr. Der Dorf. Vorsteher hielt es für besser, weil sich in letzter Zeit Räuber in den Hügeln aufhalten. Erst gestern wurde der arme Händler wegen seines Geldbeutels gemeuchelt. Was für ein scheußlicher Anblick, Herr. Indeed. Dies sind gefährliche Zeiten. Man kann gar nicht vorsichtig genug sein.
Wie ich hörte, sucht der Dorfvorsteher mich. Just so. Ach, das hat er erwähnt, Herr. Er müsste sich noch auf dem Platz befinden. Wenn ihr uns entschuldigen würdet, Herr, morgen Patrouille, Runde fortsetzen. Okay. Jetzt können wir uns das erstmal frei bewegen. A ist zum Öffnen. Wir schauen mal kurz in die Menüführung. So, speichern kann man hier nicht. Okay. Okay, schauen wir uns erstmal um im Dorf. How goes it? Sie haben mir die Führung der Bürgerwehr anvertraut. In den Hügeln treiben sich Räuber rum. Nichts als Verdruss. Sorgen, okay. Wenn wir wüssten, wo diese Banditen sich verstecken, dann könnten wir sie aufstöbern, aber... wissen wir nicht, ne? So. Ah, das ist der Dorfvorsteher. Oh, Berg, da seid ihr ja. Berg, hieß nicht auch so der bei Game of Thrones? Das riesige Teil da, was immer die Leute in der Arena bekämpft. Einen guten Morgen, Herr. I see. Guten Morgen, euch beiden. Philipp sagte, dass ihr mich sprechen wollt. Ja, richtig. Ich komme gleich zur Sache. Es gibt Berichte von Banditen in den Hügeln. I see. Wie ich sehe, habt ihr die Patrouille verdoppelt. Oh, richtig. Und ich hatte auch auf eure Unterstützung gehofft. Die Angst vor einem Hinterhalt der Banditen hält die Dorfbewohner vom Hügel fern. Wir können weder nach den Fallen schauen, noch Brennholz sammeln. Gelinde gesagt, eine mehr als missliche Lage. Hm. Überlasst das mir. Wo kann ich diese Diebe finden? Ich fürchte, die genaue Lage ihres Verstecks kenne ich nicht. Ich habe ein paar Männer auf die Suche geschickt, aber... forgive me. Könnt ihr in der Zwischenzeit vielleicht die Miliz exerzieren? Unsere Männer sind kühn, können aber einen Schwertknauf nicht von einer Pike unterscheiden, wenn ihr versteht, was ich meine. As you wish. Betrachte dies als erledigt. Ach ja, wenn es keine zu große Last ist, könnte mein Philipp vielleicht die Ausbildung mitmachen? Wenn er gewillt ist, dann bin ich es auch. Oh, er ist mehr als gewillt, Herr. Das versichere ich euch. Er drängt mich schon seit Wochen, euch zu fragen. Er ist ein tapferer Junge. Er hat Schneid und Ehrgeiz und er könnte schlechtere Männer zum Vorbild wählen als den Herrn Berg. Ups, falsche Stimme. Seit mein Mann gestorben ist, im Krieg, ihr wisst schon. Es ist nur, der Junge erreicht ein Alter, in dem ein Vater dringend vonnöten ist. Oh nein, ich wollte damit nicht sagen, dass... Euer Junge ist bereits sehr angesehen im Dorf. Es wäre mir eine Ehre, ihn auszubilden. Ihr seid zu freundlich, Herr. Dann ist es entschieden. Bildet den Jungen gut aus und sorgt dafür, dass er seine Mutter stolz macht. As you wish. Das werde ich. Ups. Die Patrouille kommt. Jeder deiner 8 Helden interagiert mit der Welt auf seine Weise und geht seinen eigenen Weg. Der Krieger Ulbrich kann Stadtbürger zum Duell herausfordern. Okay. Stets bereit für eine Trainingsrunde, Herr. Diese Person zu einem toller Rausser? Na klar. On your guard. Ein Kampf, ständig und ehrlich, zu den Waffen. So, werden wir uns mal den Kampfmodus anschauen. Nutze die Schwächen deiner Gegner, um den Kampf für dich zu entscheiden. Greife den Schwachpunkt deines Gegners an und reduziere seine Schildpunkte. Bei 0 Schildpunkten brichst du den Gegner. Okay. Was habe ich denn für Angriffe hier? Mit der Pike? Berichte deine Gegner und reduziere Verteidigung drastisch. Drücke R und wechsle den Boost-Modus. Die Macht deiner Angriffe und Fähigkeiten schnellt in die Höhe. Boost-Punkte bekommst du immer in einer Runde pro Runde. Du kannst also bis zu 3 Boost-Punkte nutzen, um die Kraft in der Figur um 3 Level zu steigern. Gut zu wissen. Habe ich schon Boost-Punkte? Oh, 3-mal. Okay. Habe ich auch Fertigkeiten? Alle Gegner mit Schwert angreifen? Erhöht die Stärke? Okay,
Greift einen Gegner mit einer Stangenwaffe an. Führt einen schweren Schwerkraft auf. Das versuchen wir mal. Los. 843. Ups, da hat er sich einen Staub aufgelöst. Mit jedem Kampf wird er stärker, das ist klar. Okay. Schon wieder erwischt. Du greifst sehr kühn an, stehst aber zu ungeschützt da. Ein schlichter Konter zwingt dich schon zu Boden. Daher gib Acht auf das Gleichgewicht, und zwar immer und überall. I see. Gleichgewicht, in Ordnung. Ich versuche mir das zu merken, Herr. Oh, ich bin ein ganz schön herablassender Ritter. Der liegt K.O. Sollen wir den auch mal herausfordern? Na klar. Indeed. Ist mir eine Ehre, mit einem Krieger eures Formats zu trainieren, Herr. Stärke, ein Stern. Das ist natürlich wahrscheinlich nicht so hoch. Aber wir schauen mal. Let us fight with honor. Mit Ehre kämpfen. Also ich versuche dich mal normal anzugreifen. Okay, der Bruch. Das heißt, dein Schild ist weg. Jetzt kann ich ihn so fertig machen. Versuchen wir nochmal mit einem normalen Schlag. Jetzt darf er auch mal angreifen. Oder ist ich? Schon wieder ein Bruch. Er ist wieder benebelt. Okay. Ah, die Erfahrungen kommen so nach und nach. Schauen wir mal nach, was der Ritter noch so kann mit den Fertigkeiten gleich. Das bringt nichts her. Wir sind kein Gegner für euresgleichen. Du bist zu zaghaft. Es ist wichtig, sich selbst zu schützen. Das stimmt. Jedoch wirst du keinen Kampf für dich entscheiden, wenn dir der Mut abgeht, auch zuzuschlagen. Wenn ihr das sagt, Herr. Da ist auch Philipp. Den werde ich auch herausfordern. Abgesehen davon könnt ihr euch wunderbar ergänzen, wenn ihr Seite an Seite kämpfen würdet. Indeed. Genau das habe ich auch gerade gedacht, Herr. Just so. Mehr als die Summe der Teile, nicht wahr? Was sagst du, Freund? Seite an Seite kämpfen? Zwei Köpfe sind besser als einer, was? Okay. What's this? Stimmt das nicht, Herr? Was? Nein, entschuldige. Das ist eine gute Idee. Übt gemeinsam, dann werdet ihr eines Tages fähige Soldaten werden. Yes. Ja, Herr. I thank you. Wir beide gehen jetzt auf Patrouille, mit eurer Erlaubnis. I see. Ja gut, tut das. So. Herr, jetzt ich bitte. No. Du bist noch nicht bereit. Du musst erst noch an deiner Technik arbeiten. Ey, come on! Och. Absolviere die Übung, die ich dir gezeigt habe. Dann sind schon bald erste Probekämpfe möglich. Du hast Talent, Junge. Habe ich das? I see. Nicht viele Jungen deines Alters erlernen den Umgang mit dem Schwert so schnell. Und ich habe schon viele ausgebildet. Potzblitz, danke, Herr. Mein Vater, er ist, ihr wisst schon, von uns gegangen, Herr. Im Krieg gestorben. Ich hörte davon. Mutter hat es seitdem um mich gekümmert, ganz alleine, Herr. Aber bald werde ich ein erwachsener Mann sein und dann werde ich mich um sie kümmern. Sie kann sich glücklich schätzen, einen so tapferen Sohn zu haben. Hey, thanks! Dann versteht ihr jetzt, warum ich stärker werden muss, Herr? Ich muss meine Mutter beschützen und alle anderen im Dorf auch. Nach allem, was sie für mich getan haben, das schulde ich ihnen einfach. Auch ich stand einmal in der Pflicht, jemanden zu beschützen. Ja? Nichts, Junge. Nur alte Erinnerungen. Übe fleißig weiter, dann wirst du bald ein starker Mann sein. You got it. Mach ich, Herr. Vielleicht sollte ich mich im Dorf umsehen. Okay, dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Nein. Ah! Räuber, wir werden angegriffen. Berg, Herr. Räuber aus den Bergen. Schauen wir nochmal nach. Well met. Fortschritt der Aufzeichnung wert. Ah, zum Speichern. Ja, okay. So.
Matt. So, speichern wir einmal hier. Super. Gut. Dann schauen wir, wo die Räuber... Oh, da sind schon die Räuber. Ich sehe sie. Viele an der Zahl. Ha! Diese dreckigen Bauern nehmen sich ganz schön was raus. Wir sind in der Überzahl. Umzingelt sie. Treibt ihnen eine Klinge in den Rücken, bevor der Hauptmann herausfindet, dass Schweinehirten uns aufgehalten haben. Ah. Macht, was ihr wollt, ihr dreckigen Hunde. That's right. An uns kommt ihr nicht vorbei. Oh, damn it. Verdammt, diese Schweinehirten wissen, wie man kämpft. Look. Ja. I swear on my blade. Gute Arbeit, Männer. Ihr habt sie gut abgewehrt. Aber jetzt übernehme ich. Und wer zum Teufel bist du wohl? Er ist ein dummer Narr, wenn er glaubt, dass er es mit uns allen aufnehmen kann. Hm. Oh. Hast also eine schicke Klinge, hm? Ich kenne deinesgleichen. Heckenritter, ich habe schon viele von deiner Sorte erledigt. The hell? Ich sage dir, der hier bedeutet Ärger. Indeed. Ihr habt beide recht. Ich bin nur ein gewöhnlicher Heckenritter mit keinem nennenswerten Namen. How about you? Wenn ihr aber Ärger haben wollt, dann könnt ihr ihn bekommen. Halt's Maul, sonst schneide ich die Zunge raus. Genug geschwafelt, spießen wir ihn auf. Okay. Let us fight with honor. Gut, da hinten, der hat zwei. Dann versuchen wir mal, den mit dem Zweier als erstes zu schnappen. Okay. Eieiei, das hat weh. Okay. Alle Gegner. Erhöht die Stärke zu den anderen. Uiuiui. Okay. Wir setzen nochmal unsere Fertigkeit ein. Führe einen schweren Schlag auf einen Gegner aus. Alle Gegner mit Schwert angreifen. Das machen wir. Also wir nutzen die Boost-Sachen. Los geht's. So, die beiden sind benebelt. Der kann mich zwar treffen, aber... Er hat auch einen. Jetzt ist er benebelt. Schauen wir mal weiter. Oh, die beiden sind noch da. Die könnten wir aber auch erledigen. So, mit einem Boost und versuchen beide zu treffen. So. Das gleiche machen wir nochmal. Perfekt. With each battle, I grow strong. Stufenaufstieg, sehr gut. Du weißt, wie man die Klinge führt, ja, aber wir sind hier noch nicht fertig. Wenn der Hauptmann davon hört, bist du ein toter Mann, hörst du? Das werden wir sehen, nicht wahr? Hilfe, mein Junge! Hey, come on! Lass mich los, du Hässlicher! Was ist da los? Dann führen sie den kleinen Philipp. Wir schauen schnell nach. Oh, Bergherr, Sie haben Philipp in Ihrer Gewalt. Mein armer Philipp. Er wollte mich beschützen, aber diese Tiere... Verdammt. I am sorry. Vergebt mir, Herr. Es waren so viele und... Das tut jetzt nicht zur Sache. Wir müssen den Jungen retten. Let me see. Endlich kennen wir jetzt Ihren Unterschlupf. Eine Höhle tief in den Bergen. Indeed. Dann los, weiß Gott, was sie ihm antun werden. Wartet. What? Aber Herr, wir müssen etwas tun. Sie könnten den Jungen umbringen. No. Wenn ihr jetzt geht, wer wird dann die Frauen und Kinder beschützen, wenn die Diebe zurückkehren? Nein, so würdet ihr ihn nur in die Hände spielen. Was? Gute Güte, gibt es denn nichts, das wir tun können, Herr? I see. Ich werde den Jungen zurückholen. What? Alleine? Aber Herr, selbst ihr... Hm. Ihr bleibt und bewacht das Dorf. Zumindest bis ihr sicher seid, dass sie nicht zurückkommen. Oh. Vorsteher. Ihr seid die einzige Hoffnung für den jungen Herr. Für uns schafft ihr das Berg.
As you wish. Die Sache ist so gut wie erledigt. Bitte, Herr, bringt ihn wohlbehalten zurück. I swear on my blade. Ich gebe euch mein Wort. Okay. Vielleicht sollte man... Man weiß nie, wann das Schicksal zuschlägt. Speichere deshalb oft. Okay. Suche den Reisenden. Dann speichern wir einmal kurz bei ihm. Man weiß ja nicht, ob wir nicht nochmal hier erwischt werden. Well, Matt. Abspeicher. Und jetzt schauen wir einmal nach im Dorf, ob es nützliche Sachen gibt. Eventuell Items, die man kaufen kann. Wenn ich habe gesehen, ich habe... Objekte habe ich. Was habe ich denn da? Ich habe eine Heiltraube. Heiltraube. Anregende Pflaume. Okay, ein paar Sachen hat man. Aber eventuell kann man seine Ausrüstung ja ein bisschen pimpen hier. Deshalb, hier ist zum Beispiel der Schwertmeister. Gehen wir doch mal da rein. Der Krämer. Was kann man denn kaufen bei ihm? 385. Ja, habe ich. Was immer das für eine Währung ist. Sollte ich mir vielleicht was mit dem Heiltraube? Regeneriert eines Verbündeten. Okay, also ich, da würde er mir das ganze Leben wiedergeben oder einen bestimmten Bereich. Steht jetzt nicht drin, wie viel das ist. Regeneriert meine Fertigkeitspunkte. Und das hier belebt mich wieder. Aber das kostet zu viel. Das kaufen wir mal noch nicht. Das Langschwert, was für ein Schwert habe ich denn jetzt? Okay, ich mache jetzt Schaden von 109 und würde 139 machen. Der Silberdolch. Den Silberdolch kann ich gleich führen. Okay, schauen wir mal weiter. Eisenschild. Ist auch ein bisschen mehr. Diadem. Okay, da würden meine physischen Werte steigen. Und meine Magiewerte. Meine physischen Werte würden hiermit steigen. Bei der Rüstung. Hier würde auf jeden Fall etwas höher gehen. Ich würde, glaube ich, auf das Schwert setzen einmal. Das Langschwert kaufen. Jetzt. Und. Ausrüsten. Schwerter. Dann nehmen wir das Langschwert. Solche haben wir nicht. Haben wir jetzt auch nicht gekauft. Aber ich könnte ihnen ja vielleicht ein anderes Schwert, das Breitschwert, verkaufen. Und zwar... Es gibt nur 20 dafür, das ist natürlich auch nicht die Welt. Na, lassen wir das mal. Aber ich kaufe vielleicht nochmal so eine Lebenstraube. Oder... Ich habe ja auch ein paar. Oder eventuell... Rüsten wir die noch aus? Physische Verteidigung? Ja. Gut. Und rüsten wir ihn auch gleich aus. So, der Bronzehelm. Wir nehmen den Eisenhelm. Sehr gut. Gut, das speichere ich gleich nochmal. Wie als halber. Well, Matt. Gut. Ich glaube, ich kann ihn auch herausfordern. Nee, kann ich nicht. Okay. Das Gasthaus, da kann ich wahrscheinlich schlafen. Was ist das hier? Kann ich auch nichts durchsuchen? Hier sind die Schafe. Hat der noch einen Tipp für mich? Herr Berg, Herr, ich bete, dass ihr dem Jungen helfen könnt. Ich könnte ihn herausfordern. Dadurch steigt ja auch meine Erfahrung. Und eventuell steige ich nochmal auf. On your guard. Okay. Guck mal, ob der Dorfälteste was drauf hat. Fight with honor. Oh, vorbeigeschlagen. Das war ja nicht, natürlich nicht so cool. Okay. Und nochmal der Bruch. Ich kann leider seine Lebenspunkte nicht sehen, was ja schade ist. Das wäre wirklich sehr cool. Weil so macht es ja nicht so viel Sinn. Aber der hat ganz schön viel Leben, der Dorfälteste, kommt mir so vor. Okay.
Okay, das war's. Ah, gab's jetzt nicht so viel, aber ich habe ein Objekt bekommen, und zwar Feuerseelenstein, was immer das ist. Kann auch die Frau herausfordern? Deshalb nicht. Haha. Dass wir sie doch noch lernen kämpft. Ein Kampf. Stimmt. Okay. Let us fight with honor. Machen wir. So, da habe ich sie geschwächt. Hat mich auch ein bisschen getroffen. Und nochmal geschwächt. Okay, sie hat natürlich nicht so viel Kraft wie ich. Aber mit dem Schwert probieren. So. Sie ist benebelt. Das war's. Aber dieser Boost ist schon eine nette Angelegenheit. Die sollte man weiter nutzen. Also ziemlich cool gemacht mit dem Boost. Eine Heiltraube, das ist perfekt. Okay, ein zünftiger Tampf. Danke vielmals. Aber vielleicht kann man mit ein paar mehr Leuten noch kämpfen. So könnte ich mir mein Inventar aufstocken. Man weiß ja nicht, was der Kampf in den Bergen bei den Räubern so alles mir abverlangt. Oh, der hat aber 4 Sterne, also der ist schon ein bisschen stärker. Schauen wir mal, ob wir da eine Chance haben. Let us fight with honor. Okay. Ah, der ist schon etwas stärker, muss man sagen. Was daneben? Oh Gott. Greife einen Gegner mit ausgerüsteter Waffe an. Okay, der ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu stark für mich. Wie man sehen kann. Bin ich jetzt tot? Oder nur ein bedauerliches Resultat? Das war gar nicht übel, oder? All das Training muss ich ausgezahlt haben. Okay, er ist also nicht verkehrt, aber jetzt habe ich, glaube ich, kein Leben mehr, ne? Ein Lebenspunkt. Naja. Ich kann nicht beim Gasthof schlafen. Kann ich irgendwas einsammeln? Nein. Schade. Ich gehe mal zum Gasthof und schau mal, was ich da so für mich... Ich bleib da mal. Über eine Nacht. Ich kriegt man dann eher sein Leben wieder. Das sollte ja eigentlich so sein, ne? Voll Energie, alles wieder super. Perfekt. So, bevor wir uns weiter in den Bergen geben, versuche ich noch ein paar Sachen zu finden. Eventuell kriege ich ja noch eine bessere Waffe oder eine andere Klinge oder irgendwie sowas. Das ist ja mein Haus. Habe ich hier irgendwas versteckt? Irgendwo? Nein. Da ist der Speicher, Heini. Well, Matt. Vielleicht speichern wir noch einmal vor. Und dann machen wir uns auf den Weg in die Berge. Bis jetzt gefällt mir das Spiel ganz gut. Ich denke mal... Burke, Sir. Berg, ja, die Räuber halten sich in jener Höhle versteckt. Es ist gewiss sehr gefährlich hier. Bereitet euch gut vor, bevor ihr aufbrecht. Ja, das habe ich, glaube ich, gerade versucht. Kann man da noch mehr sich vorbereiten? Den haben wir schon herausgefordert. Nein, das ist nicht der Weg. Okay. Ja, wir werden es trotzdem auf den Weg machen. Es gefällt mir bis jetzt ganz gut. Eventuell kann man daraus eine ganze Let's Play-Reihe machen. Wir schauen mal. Okay, hier kann ich nochmal speichern. Das werden wir auch tun. Well, Matt. Jo. Ah, da oben ist eine Kiste. Ist da vielleicht was Schönes drin für mich? Gehen wir es mal holen. Noch eine Heiltraube. Also, diese Heiltrauben sind ja, glaube ich, nicht schlecht. Wenn sie mich heilen halt, ne? Da ist auch eine Traube. Wie komme ich... Ah, diesen Weg. Okay. Gehen wir da links. Oh. Okay, also zufallsgenerierte Kämpfe finde ich ja immer blöd, aber wenn es so sein muss, soll es so sein. So, die Fertigkeiten. Und zwar... Das war auch schon mal ein guter Schlag. Und wir werden die Fertigkeit nochmal nutzen.
Okay. Los geht's. Okay, ich habe natürlich viel von meinen Fertigkeitspunkten eingebüßt. Oh, fast aufgelevelt. Aber eventuell schaffe ich es ja, noch ein paar Mal zu leveln, bevor ich den Banditenhauptmann finde. So, wir gehen mal weiter hier links. Achso, hier war ich schon, okay. Ach, warum nicht zwischendurch speichern, wenn ich schon mal hier bin? Man kennt es ja. Auf einmal ist man tot und da steht man da. Oh. Ein weiterer Kampf. Gegen Ratten. Wir werden die nochmal mit denen hier angreifen. Okay, das hat gesessen. Darf ich, glaube ich, nochmal angreifen, genau. Sauber. Jetzt müsste ich auch aufsteigen. Sehr gut. Okay, man könnte natürlich nochmal speichern zwischendurch. Ich weiß, ich übertreibe es mit Speichern. Aber ich habe das Gefühl, dass es recht wichtig ist zu speichern. Schauen wir nochmal, ob wir noch ein paar von den Truhen vielleicht finden. So, hier war nichts mehr. Da geht's weiter nach oben. Okay, noch ein Angriff. Oh, ein Vogel. Eieiei. Okay. Setzt mal ein bisschen zu. Ah, ich bin aufgestiegen. Ich habe ja wieder volle. So, die Ratte kriegt jetzt noch zwei Schläge auf die Mütze. Sehr gut. Schade, nichts bekommen. Die Musik geht ein bisschen gängig ins Ohr, die Nachspielmusik. Jetzt hier irgendwo hin? Nein. Hier kann man längs. Gibt es hier einen Weg? Ist eine Absperrung? Nein. Aber hier kann man doch längs, ne? Wo geht's dorthin? Eine Truhe. Eine anregende Pflaume. Oh. This is a good day for battle. How about you? Okay. Ah, die haben ein bisschen mehr Kraft. Aber. Probieren wir mal die anderen Sachen aus. Wir noch eine Fertigkeit mit. Erhöht die Stärke physischer Angriff für 3 Runden. Das machen wir mal. Dann müsste ja mein Schwertkampf deutlich besser sein. Okay. Hab ich gebissen, die Sau. Okay. The thrill of the fight. Noch eine Runde. So, Leben, Energie, alles voll. Gut. Das sind kleine Geheimwege hier. Müssen wir natürlich erkunden, damit man auch wirklich alle Sachen mitnehmen kann. Hier gibt's nichts. Noch eine ehrlose Brücke. Jetzt hier weiter? Nein. Oh. Ich stand doch auf der Brücke, warum stehe ich jetzt auf Stein? Naja. Okay. Aber die Kämpfe sind schon etwas fordernd. Nicht super viel fordernd, aber. So, der kriegt jetzt auf der Mütze und zwar.
Sehr gut. With each battle, I grow stronger. Mit jedem Kampf werde ich stärker. Ich müsste vielleicht noch einmal ein, zwei Mal aufsteigen, damit ich noch ein bisschen mehr Leben habe. Da ist noch eine Truhe. Perfekt. Die Truhe werden wir uns schnappen, aber wir werden einmal speichern bei den guten Kollegen hier. Klar. Mittlerweile sind wir bei Stufe 4 angelangt. Ja. Ups. Da oben sind, glaube ich, die Räuber, aber wie komme ich wahrscheinlich nicht? Ah, ich kann doch schnell hier runterrennen. Feuerseelenstein. Was ist denn dieser Feuerseelenstein überhaupt? Kann ich den irgendwo da? Fügt allen Gegnern Feuerschaden zu. Okay. Naja. Kann ich die Sachen eigentlich nur im Kampf benutzen oder kann ich die auch jetzt nehmen? Heiltraube bringt da nicht so viel. Okay. So. Schauen wir mal, ob die kämpfen wollen mit mir. Okay, erstmal müssen wir die nochmal fertig machen. Abwechselnd werde ich sie schlechten. Das war's. Auch dort wieder erledigt. Die Musik, die macht mir jetzt angetan. Okay, was passiert hier? Sieh an, wer da ist. Hast du was verloren, Heckenritter? Zur Seite, bevor ich dich zweiteile. Mut hast du, das muss man dir lassen. Wer zum Teufel bist du? Ich habe noch nie einen Heckenritter gesehen, der die Klinge so führt wie du. Indeed. Dann tritt zur Seite, wenn dir dein Leben lieb ist. The hell? Du stehst ja auf unserem Boden, Heckenritter. Hier geben wir die Befehle. Du hast Talent, aber du bist ein Mann wie jeder andere. Auch dein Blut ist rot. Schnappt ihn euch! Okay. Jetzt kommt der erste große Kampf, würde ich sagen. Da müssen wir die Fertigkeiten nutzen. So, zwei benebelt. Einer lebt noch. Macht aber nichts. Okay, Fertigkeiten lassen wir mal weg. Obwohl. Das müsste eigentlich nur der eine da sein, der mich angreifen könnte, wenn überhaupt. So. Die ersten drei sind erledigt. Und Level 5 geworden. Aber keine Sachen halten, was natürlich schade ist. Halte durch, Junge. Ich komme. Oh, nein, bitte nicht reingehen. Ich wollte noch einmal speichern. So, wir gehen einmal kurz runter zum Speichern. Sicher ist sicher. Bevor wir das machen, würde ich mich allerdings... Ja, wir sind nämlich gerade aufgestiegen. So haben wir nochmal die komplette... Well met. Komplettes Leben und komplette Magiepunkte wiederbekommen. Beziehungsweise Fähigkeitspunkte. Super. Dann wollen wir da reinmarschieren. Ich spiele das Ganze mit dem Pro-Controller. Und auch hier wird die Rumble-Funktion unterstützt. Sehr angenehm. Kann ich nur empfehlen, wenn man den zur Verfügung hat, damit zu spielen.
Okay, eine Höhle mit Lampe. Weiß ich. Sehr schöne Schatteneffekte. Kann man das sehen hier an diesem Berg? Für so ein. Es ist natürlich eine Pixelgrafik, aber nett gemacht mit den ganzen kleinen Effekten hier. Wir gehen mal hier hoch. Da habe ich eine Truhe gesehen. Die holen wir uns einmal. Ah, klar, dass wir gar nicht ungestraft hinkommen. Uiuiui. Die Schlange setzt mir ein bisschen zu. Gut. So, die Schlange ist noch übrig. Ah, die setzt mir ein bisschen zu. Ui. Der hat ganz schön Power, der Schlag. Okay. So, holen wir jetzt schnell die Truhe. Eine Heiltraube. Die Heiltraube ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Die würde ich gleich mal schon nehmen. Einfach nur aus Sicherheit, falls ich in der Höhle noch mehr Gegner treffe, die mich niedermachen wollen. Hier geht's hoch. Hier ist noch eine Truhe. Schutzjuwel. Oh, ein Schutzjuwel. Was kann dieser? Ein Juwel, der den Träger Schutz gewährt. Na super. Dann würde ich die sagen, ziehen wir die vielleicht mal an. Mal auf die Ausrüstung gehen. Und zwar auf die Accessoires. Schutzjuwel. Gut. Immerhin haben wir jetzt ein bisschen Schutz. Geht's nicht weiter? Au. Oh. Okay, wir müssen. So. So, den haben wir geschwächt. Der nächste. Oh, das. Ah, der haut immer ganz gut rein, diese blöde Schlange. Okay. Die Ratte ist benebelt. So. With each bat, I grow strong. Okay. Gut, gehen wir weiter. Hier geht's hoch. Stimmige Atmosphäre in dieser Höhle, das Knacken. Kann ich speichern? Das machen wir einmal. Speichervorgang. Also wie man sieht, speichern ist ja unerlässlich. Man weiß ja nicht, hinter welcher Ecke der nächste Gegner wartet. Hier geht's runter. Oh, verdammte Axt. Oh, drei Schutzschilde. Oh, ich kann nur noch den hier nutzen. So. Okay. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Sehr gut. Also noch ein Gegner eventuell und dann würde ich aufsteigen. So würde ich drumrum kommen, eine Heiltraube nehmen zu müssen. Aber die Truhe nehmen wir mit. Anregende Pflaume, sehr gut. Speichern nochmal bei den Kollegen hier. So.
Und dann werden wir die Höhle weiter durchforsten. Wer weiß, was wir da noch finden. Okay, da ist Philipp. Da ist der Hauptmann. Oi. Erzähl mir etwas von deinem Freund, der weiß, wie man kämpft. That's right. Klar weiß er das. Er ist stärker als ihr alle zusammen, ihr habt keine Chance. Oder lachen sie ihn aus. Hey, come on. Das ist kein Scherz, hör auf zu lachen. Habt ihr das gehört, Leute? Dieser Heckenritter soll der stärkste Kämpfer des Reichs sein. Haha, wenn er glaubt, dass er uns alle besiegen kann, dann ist er eher ein Irrer, denn ein Ritter. Das hier ist kein Märchen, Junge. Echte Ritter vergeuden ihre Zeit nicht in Gesellschaft von Schweinehirten. Wenn er ein sagenumwobener Ritter ist, dann sollten wir besser ein Fräulein in Not als Köder nehmen. Sollen wir zurück und seine Mutter holen? Hey, come on! Aufhören, euch wird das Lachen schon vergehen, wenn Herr Berg mit euch fertig ist. Ja, das stimmt. Herr Berg? Was für ein angsteinflößender Name. Seht mal, wie ich zittere. Stop. Halt die Klappe, alle! Hauptmann! Hi. Der Junge scheint mehr zu haben als ihr alle zusammen. Und mehr Verstand. Lasst also das Jammern und schärft lieber eure Klingen. Aber Hauptmann, der Heckenritter wird uns unmöglich hierher folgen. Er müsste ja völlig verrückt sein. Genau. Okay. Ist ja nicht sein eigener Sohn oder so. Warum sollte er das tun? Tja, warum? Es könnte jedoch interessant werden, sollte er aufkreuzen. Ich hatte schon immer eine Vorliebe für Männer, die mehr Mut als Verstand haben. Ha! Hi. So wie der Junge dort. Was meinst du, Jungchen? Magst du dich unserer kleinen Familie anschließen? Männer mit Schneid können wir immer gebrauchen. Not on your life. Ich werde mich euch niemals anschließen. Ich werde ein tapferer Krieger werden, wie Herr Berg. Aha, habt ihr das gehört, Männer? Der Junge meint, er sei zu gut für das Banditenleben. Glaubst du etwa wirklich, du bist der Einzige, dem das so geht? Dann hör mal gut zu. Hm? Was ist, Hauptmann? Sir! Ja. Sorry, I'm late. Tut mir leid, dass ich so spät komme, Junge. Ich wurde aufgehalten. Hey, look, sieh an, der mächtige Herr Berg. Es ist verrückt. Wer ist anyway? Die Wachposten? Bleeding in the dirt. Zuletzt habe ich sie blutend im Dreck liegen sehen. Ah. Sir! Stay back! He parried the boss's blow. Hang me, but I never seen that. Sowas habe ich noch nie. Ein Schlag hat er pariert, also mal ganz ehrlich. Ihr seid schnell und stark. Ganz klar, kein gewöhnlicher Heckenritter, oder? Just as you are no common brick. Genau wie du kein gewöhnlicher Bandit bist. Diese Klinge. Sie gefällt euch, was? Wie ist der Zufall? Es ist ein Geschenk von einem alten Freund. Er hat. Oho, ihr kennt den Mann. Wer hätte das gedacht? Dann ist es also seine Klinge. Oh. Sprich, sonst schlitze ich die Kehle auf. Ah, ihr habt doch ein Hüft zu rufen, ist es das? Ich könnte es an euren Augen sehen. Die loderten wie Feuer, als ihr seinen Namen nanntet. Seht mal, ich weiß, was zwischen euch und Erd vorgang. Aber wenn ihr vorhabt, mich auszufragen, mein guter Herr, dann müsst ihr euch das Recht dazu erst verdienen. Okay. Okay, Bosskampf. Okay, er ist ja nicht gerade klein. Shit. Ich mal vor. How about this? Okay. So, müssen leider noch mal eine anregende Pflaume auch nehmen. How about this? Jetzt bin ich dran. Sollte noch eine Pflaume nehmen. How about this? Sehr gut, volle Energie. Dann können wir eventuell gleich zuhauen. Und zwar nochmals mit der Fertigkeit. Bruch, Bruch, super. So. So,
So, es ist nur noch der Typ da. Wenn er auch ein bisschen zusetzt. Oh, was macht er denn jetzt? Oh, ich glaube, da hat er irgendwas. Was mache ich denn da jetzt? How about this? Okay. Uiuiuiui. Das war das, was er gerade eben vorbereitet hat. Wir müssen, glaube ich, hier nochmal eine Pflaume nehmen. How about this? Und dafür müsste ich jetzt aber auch ordentlich attackieren können. Okay. Boah, der haut zwar. Ich greife ihn einfach mal normal an. Ohne Boost. Okay, jetzt müsste ich, glaube ich, eine Heilpflaume nehmen, einfach damit ich. Heilpflaume, sage ich mal, Heiltraube ist das natürlich, ne? Okay, er wartet schon, macht schon wieder seinen. Das sollte ich vielleicht eher verteidigen, damit ich nicht ganz so viel Energie verliere. Ah, haut trotzdem ganz schön rein. So. Wir hätten noch so eine Feuerseelenstein. Yes! Das war's mit ihm. Oh, gleich 2 Level aufgestiegen. Auch nicht schlecht. Feuerseelen schon eine Heiltraube bekommen. Sehr gut. Ich gebe auf. Jetzt will ich meine Antworten. Wo erkennst du Erhard? Hi. Wir haben Seite an Seite gekämpft, sonst nichts. Haben zusammen in einer Bande von Söldnern gedient. Er war bereits ein alter Hase, als ich dazu kam. Er half mir, machte mich mit allen vertraut. Ein Söldner. Und wo ist er jetzt? Ich habe keinen blassen Schimmer. Als unsere Gruppe sich auflöste, trennten sich unsere Wege. Danach streifte ich von einer Stadt zur nächsten. Versuchte es mit verschiedenen Handwerkern. Aber der Umgang mit der Klinge ist das Einzige, was mir wirklich liegt. Und jetzt bin ich hier. In diesen mageren Zeiten muss man sich schließlich sein Leben so halt verdienen. Ein Schwertkämpfer wie du wird überall gebraucht. Du könntest die Leute beschützen, anstatt sie zu bestehlen. Hi. Ja, das könnte ich. Auf ehrliche Arbeit braucht man mehr Verstand, als die Götter mir zugestanden haben. Anderen Schaden zuzufügen gehört nie zu meinen Plänen, aber manchmal lässt einem das Leben einfach keine andere Wahl. Wahl oder nicht, du musst dich für deine Verbrechen verantworten. Hi. Ja, das ist mir bewusst. Aber ich muss auch an meine Männer denken. Hauptmann, was ist hier los? Oi. Ruhig, Männer. Der Heckenritter hat das Recht dazu. Ich habe mehr als genug Blut an meinen Händen. Vom Schwert leben und durchs Schwert. Nun, ihr wisst, wie es heißt. Ein Mann muss eingestehen, für was er getan hat. No. Hier und heute ist genug Blut geflossen. Ergib dich, dann werde ich dafür sorgen, dass dir und deinen Männern nichts geschieht. Ihr zeigt große Güte, Heckenritter. Und so will ich es im Gegenteil eben zu tun. Ich habe euch gesagt, was ich nicht wusste, wo er halt ist. Und das ist auch so. Aber ich kenne jemanden, der es vielleicht weiß. Hi. Sein Name ist Gustav. Herr Gustav. Manche bezeichnen ihn auch als schwarzen Ritter. Erhard hat uns damals in der Söldnerbande beigebracht, wie man ein Schwert führt. Ihr solltet ihn in Victor's Cool finden können.
Und dieser Mann kann mir sagen, wo er hat es? Aye. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Aber wenn ihr ihn unbedingt finden wollt, dann sollte es den Versuch wert sein. I can see it in your eyes. Ich habe eure Augen gesehen, Heckenritter. Sie waren leblos wie die Augen eines toten Fischs. Aber als sie meine Klinge erblickten, erwachten sie augenblicklich zum Leben. Tot habe ich wirklich... Ah, aber weiß ein gewöhnlicher Dieb schon über die Seele der Menschen. Look. Herr Reuter, Gott sei Dank, ihr seid wohlauf. Den Frauen und Kindern geht es ebenfalls gut, Herr. That's right. Treibt die Diebe zusammen und sperrt sie ins Dorfgefängnis. Berg, ich könnte schwören, dass ich diesen Namen... Gütiger Gott, Eisenberg. Ich hätte es wissen sollen, die Art, die seine Augen bei Erz Namen aufleuchteten. Richtig, ihr seid kein Heckenrad, ihr seid Herr Ulbrich Eisenberg, die unbeugsame Klinge. Fuck. Potzblitz. Huh? What? Die unbeugsame Klinge? Oh, damn it. Es heißt, er wurde erschlagen, als Homburg fiel. Ich habe gehört, dass wir belebt haben, es aber kaum geglaubt bis heute. Ist es wahr, Herr? Seid ihr ein echter Ritter? No. Vor Ewigkeiten, Junge. Vor Ewigkeiten. Lass uns aufbrechen. Wir haben deine Mutter schon lange genug warten lassen. You got it. Ja, Herr. So, unseren ersten Gegner besiegt. Danach. Dieses Dorf war mein ein gutes Zuhause. Nun aber ist es an der Zeit, weiterzuziehen. Ich sollte Erhard suchen, um zu erfahren, warum ich dieses Schwert trage. Um einen Mann namens Gustav zu finden und, gut Götter wollen, auch Erhard. Indeed. Victor ist cool, hat der Mann gesagt. Dorthin muss ich gehen. Hätte nicht geglaubt, dass ich diese Kleider eines Tages wieder tragen würde. Die Reise wird lang werden und ich habe keinen Grund mehr zu verweilen. Ja, sehr gut. Hiermit schließe ich mal das Kleine angespielt. Und ja, man kann ja mal schauen, was sich so ergibt bei diesem Spiel. Es kommt ja nächstes Jahr raus. Und bis jetzt gefällt es mir ganz gut. Ich hoffe, dass die Handlung so weitergeht. Die Gespräche machen Spaß. Das Kämpfen macht Spaß. Ist herausfordernd, auch bei den letzten Gegnern gewesen. Also wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben oder bleibt mit dem Abo hier. Ich versuche weitere Spiele für die Switch anzutesten oder eben auch Let's Plays zu machen. Bis dahin und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!